mehr sehen können. So langsam. Also es gab viele Gründe, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Zum einen sind wir als Kulturraumorchester angehalten, etwas für die kulturelle Bildung zu tun. Zum anderen hatten wir als Orchester schon mal einen Auftritt mit den Flying Steps, einen sehr kurzen Auftritt auf dem Berliner Gendarmenmarkt. Und dann bin ich ja, wie viele wissen, selbst keine Musikerin und habe sehr viel Interesse für Marketing, für andere Projekte, für sogenannte Crossover-Projekte. Und so entstand die Idee zu dem Projekt. Wanna sell pants, the decision is yours. I'd rather see tours, hear chicks with ghetto shit ballin' out their jaws. My team stay posted, they stay posted. Niggas from London had a hard knock living. Für mich ist an diesem Projekt das Interessante, so viele Kinder unter einen Hut zu bekommen, zu trainieren, die Entwicklung der Kinder zu sehen, gleichzeitig die gesamte Organisation des Projektes zu leiten, zu koordinieren in der Zusammenarbeit mit einem Philharmonieorchester. Das ist schon was sehr Besonderes und macht mir sehr viel Spaß. Und jetzt tun wir mal wirklich nur, als würde die jemand hochziehen. 1, 2, 3, 4, hoch. 3, 2, 1. Das Besondere für mich an diesem Projekt ist, dass Schüler aus Leipzig und Schüler aus der Meißenregion zusammenkommen, gemeinsam ein Tanzstück erarbeiten, zusätzlich auf ein Orchester treffen und mit klassischer Musik oder mit einer Musik, die von der klassischen Besetzung gespielt wird, konfrontiert werden und damit arbeiten müssen und sehen, dass man in sehr kurzer Zeit was ganz Tolles auf die Beine stellen kann. Für mich macht es ganz viel Spaß, mit diesem Team zu arbeiten, weil jeder ins Projekt seine eigenen Stärken einbringt. Die anderen Tanzdozenten kommen mit anderen tänzerischen Voraussetzungen als ich. Das heißt, es entstehen, wenn die mit eigenen Gruppen arbeiten, ganz andere Bilder, als sie bei mir entstehen würden. Dadurch erzeugen wir eine gewisse Vielfalt und Spannung im Stück. Heiko Hanewald steckt ganz viel organisatorische Arbeit da rein und hält uns unheimlich den Rücken frei, stemmt ganz viele Dinge, die sehr wichtig sind, damit das Projekt rund läuft. Und Christian Voss mit seinem Sachverstand als Dirigent bringt jede Menge Wissen, was Musik angeht, was Aufbau von Musik angeht, hinein, bringt jede Menge Erfahrung mit, was Musiktheaterproduktion angeht. Und dadurch gewinnt das Stück natürlich an Qualität. Es bleibt immer spannend dadurch, dass man manchmal nicht genau weiß, was passieren wird, dass wir mit denen nicht wissen, wie die Kinder drauf sind, ob die gerade gut drauf sind, ob die gerade Lust dazu haben und die dann dazu zu bewegen, mitzumachen oder aus denen das rauszukitzeln, was sie in sich haben, was sie vielleicht noch gar nicht wissen. Also ich hoffe, dass alle Kinder am Ende sagen, das war toll. Selbst wenn irgendwas nicht super synchron ist oder vielleicht irgendwelche kleinen Fehler passieren, dass die wirklich Spaß dran haben und dass die einen Applaus kriegen und sagen, okay, cool, ich will da weitermachen, ich möchte mehr wissen, ich möchte mehr tanzen, ja. Du drehst dich zuerst rum, dann Hannes, dann Tara, Markus, Tim, Vanessa. Ja, wegdrehen, wenn er hier vorne sein Solo macht und ihr die Stelle in der Musik hört. Das ist richtig spannend. Also ja, die Jüngste ist ja 8, die Ältesten, weiß ich nicht, 17, 18.
aber das hat vom Alter manchmal nichts zu sagen. Wirklich, die Voraussetzungen sind so unterschiedlich und du hast in jeder Gruppe, jede Gruppe ist so durchmischt, dass du wirklich guckst, okay, wie kann ich jetzt alle gut einbauen? Das ist einfach eine riesen Bandbreite an Tanzstilen, die so abgedeckt ist und die den Kids sozusagen bereitgestellt wird. Zum Beispiel die zwei Mädels, Kata und Nettie, kommen halt aus dem Hip-Hop-Bereich bzw. Popping-Locking-Bereich. Die haben ein ganz anderes Bewegungsrepertoire bzw. können ganz andere Sachen mit den Kids machen, als wie ich das jetzt machen könnte. Ja, ihr könnt Popping machen, Locking, Breakdance, Akrobatik, Wagging, Woging, alles mögliche. War is another day, hey. You don't have to hide away. Letztendlich auf der Bühne, was dann entstehen wird, ist ja ungefähr eine Stunde Programm. Was ich dann wahrnehme, dass das natürlich riesen Aufwand ist, beziehungsweise jede Minute von dem Stück, kann man eigentlich so rechnen, ist mindestens eine Stunde Arbeit. Mindestens. Also, ja, dann kann man sich zusammenrechnen, wie viel Aufwand hier drin steckt. Und da ist noch keine Bühne gebaut, da ist noch nicht mit dem Orchester geprobt, da sind noch keine Kostüme gemacht, da sind noch keine Lichtpläne gemacht. Soundeinstellung, pipapo. Sehr spannend war von Anfang an die Frage, was für eine Musik eignet sich denn eigentlich zum Breakdance? Man muss ja da wirklich sehr gute Rhythmen im Orchester anbieten, damit einem überhaupt die Beine anfangen zu zucken. Das passiert natürlich bei leiser, langsamer Musik nicht. Aber nur schnelle Musik zu spielen, das ermüdet dann auch die Zuhörer im Laufe eines Konzertes ein wenig. Deswegen haben wir versucht, eine Mischung herzustellen zwischen einerseits wirklich sehr rhythmusgetriebener Popmusik, auch von heute, das Funk Tenor oder Run Boy Run. Und auf der anderen Seite auch mal einen Ruhepol zu setzen mit dem berühmten Air von Bach und Vivaldi, dem Sommergewitter, das wir auch verschiedene Farben drin haben und es sich trotzdem eignet, eine Geschichte zu erzählen. Es ist ja immer für Orchestermusiker die große Herausforderung, dass sie eigentlich innerhalb einer Woche so ein Projekt stemmen müssen. Die Kinder probieren das jetzt ein halbes Jahr, wir haben uns auch vor einem halben Jahr zusammengesetzt, ich kenne das Projekt auch jetzt schon länger, aber die Orchestermusiker, die kommen dann wirklich zur ersten Probe, sehen zum ersten Mal die Noten von völlig neu arrangierten Stücken, die keiner vorher kannte, und müssen das dann innerhalb kürzester Zeit umsetzen mit meinen Anweisungen als Dirigent, mit den Anforderungen, die die Tänzer dran stellen, mit den Anforderungen, die es auch physisch stellt, weil das ja auch sehr anstrengende, kräftezehrende Musik ist. Und das haben sie wirklich hervorragend geleistet. In jeder Probe ist es besser geworden. Ich bin sehr stolz auf alle. Live-Orchester erstmal zusammen tanzt. Das ist unheimlich spannend, weil das auch so Kombination aus beiden ist, glaube ich, so klassisch und dann so urbane Tanzstile. Denkt man ja nicht, dass sich das so verträgt, aber es tut es doch. Also das ist ziemlich cool. Und dann die Story hinter der ganzen Geschichte. Auch mal auf der Bühne mit so Kostümen und so. Also das war schon echt cool. Also ich finde besonders spannend an dem Projekt, dass wir
auch den Film Die Bestimmung nachspielen, den ich selber auch sehr interessant finde. Und dass wir halt so eine Chance kriegen, dass wir so auf einer großen Bühne auftreten dürfen und so mit einem Orchester zusammen. Also das ist auf jeden Fall was Besonderes ist, weil ich sowas in der Art, ja, bei sowas noch nie mitgemacht habe. Ich habe bis jetzt nur bei Auftritten, also wirklich Standardauftritten, durchgeplante Programme und so, also eher wirklich nur in die Richtung Breakdance und halt ohne diesen künstlerischen Hintergrund, sag ich mal. Und bei vielen Battles habe ich mitgemacht, aber bei sowas habe ich noch nie und das war eine coole Aha. Wer kann das besser als ist was denn der bitte im Motto? Sowas auf die Beine bringt. Also das ist sehr gut. Kinder macht weiter so. Durchzuhalten auch. Und wenn man jetzt denkt, es geht eigentlich gar nicht mehr, die Kräfte sind völlig am Ende, es geht ja doch irgendwie noch. Ja, dass man nicht darauf hören sollte, wenn jemand sagt, okay, Breakdance tanzt jetzt nur zu so schneller Musik und Hip-Hop jetzt nur zu dem und dem, sondern du kannst es eigentlich zu jeder Musik tanzen, egal wie du willst, nur wenn du die Leidenschaft in dir trägst. Also, ich würde das vielleicht auch